Es ist schon soweit. Na, Odette, ist heute nicht dein großer Tag? Also, heute ist der große Tag. Wie sehe ich aus? Ehrlich? Ehrlich. Wie eine Schwiegermutter. Nein. Oh, doch, ja. Gut, dann gehe ich nicht hin. Das ist deine einzige Chance, ihn zu treffen. Sonst wirst du es dein Leben lang bereuen. Wie heißen Sie? Dad. Wie bitte? Dad. Odette Tout-le-Monde. Ich habe versagt. Wieso? Weil ich es nicht geschafft habe, Balthasar Balzon zu sagen, wie wichtig er in meinem Leben ist. Sie wollten mit uns über Balthasar Balzons letztes Buch sprechen. Ich wünschte, es wäre sein letztes. Das wäre mal eine gute Nachricht. Aber wie dem auch sei, ich sage Ihnen, wohin dieses Buch gehört. In den Mülleimer, und zwar jetzt. Schreib ihm doch einfach. Lieber Monsieur Balzon, ich schreibe sonst nie. Meine Rechtschreibung ist zwar gut, mein Stil leider nicht. Ehrlich gesagt fand ich mein Leben ziemlich öde, bevor ich von Ihnen gehört habe. Doch eines Tages habe ich etwas von Ihnen gelesen. In Ihren Büchern zeigen Sie, dass es in jedem Leben, auch dem Trostlosesten, etwas gibt, worüber man sich freuen kann. Worüber man lachen kann, dass man lieben kann. Es gibt sehr viele Menschen, die sich bei Ihnen für das Gute, das Sie auf der Welt tun, bedanken wollen, Monsieur Balzon. Und zu diesen Millionen Menschen gehört auch Odette Tout-le-Monde. Beruhige dich, Odette, beruhige dich. Odette Tout-le-Monde. Haben Sie mir diesen Brief geschrieben? Aha. Kann ich vielleicht ein paar Tage bei Ihnen bleiben? Mein Eisschnee. Was? Ich mache gerade Eisschnee. Und den darf man ja nicht lange stehen lassen, sonst... Demnächst im Kino.